In Krisensituationen oder nach Krisensituationen ist das erste hilfreiche, wichtige, sich selber zu stärken und zu stabilisieren und auch den Kindern zu helfen, zu unterstützen, dass sie wieder innerlich stark werden. Wie kann das gelingen? Da ist für mich hilfreich ein Blick auf eine Traumadefinition, die besagt, dass jedem Traumaerlebnis drei Erfahrungen gemeinsam sind. Das äußere Ereignis kann noch so unterschiedlich sein, aber die inneren Erleben, die sind ähnlich. Und dazu gehört erstens die Erfahrung der Ohnmacht oder Hilflosigkeit und dazu kommt ein Einsamkeitserlebnis. Ich kann mir nicht helfen und auch sonst ist niemand da, der mir helfen kann. Ich werde so überwältigt von der Situation. Das zweite Erlebnis ist eine Form der Grenzüberschreitung, der persönlichen Grenzüberschreitung. Das kann körperlich sein, in Form von Schmerz oder auf seelischer Ebene. Und das dritte gemeinsame, das ist Angst, eine große Angst bis hin zu Todesangst. Und wenn man nun bedenkt, dass Psychotrauma bedeutet seelische Wunde, so müssen wir diese Wunde auch auf der seelischen Ebene versuchen zu heilen. Und das sagt man ja auch im Deutschen, jemand ist aus dem seelischen Gleichgewicht gekommen. Es gilt jetzt also, dieses Gleichgewicht wiederherzustellen. Dafür nehme ich gerne das Bild der Balkenwaage. Also im Fall eines traumatischen Erlebnisses ist diese aus dem Gleichgewicht gekommen. Die negativen Erfahrungen, der Schmerz, die überwinden gegenüber dem Positiven. Und für den Heilungsprozess ist es nun wichtig, dieses Gleichgewicht langsam wiederherzustellen. Da hilft auf der einen Seite, dass man vermeidet, dass sich diese negativen Erfahrungen, die gerade so stark waren, sich wiederholen. Also wenn man wieder Hilflosigkeit erlebt, auch wenn es nur ein kleiner Anlass ist, ist das gefühlt so, wie wenn man in eine offene Wunde fasst. Also zum einen vermeiden, dass sich diese negativen Erfahrungen wiederholen und zum anderen eben auf die andere Waagschale viele ausgleichende positive Erlebnisse zu legen. Und wenn wir jetzt diese drei Faktoren, die wir eben angeschaut haben, wieder in Betracht nehmen, so können wir schauen, wenn Sie Hilflosigkeit erlebt haben, können wir Ihnen vermitteln die Erlebnisse und die Erfahrungen der Selbstwirksamkeit, die Erfahrung, wieder selber Entscheidungen treffen zu können und das Gemeinschaftserlebnis, das die Einsamkeitserlebnis aufwiegen kann. Im Falle der Grenzüberschreitung ist jetzt unsere große Achtsamkeit darauf zu legen, dass die Grenzen der Mitmenschen gewahrt werden, weil sie sind auch sehr sensibel gerade. Und als drittes, der Angst ist gegenüberzustellen, zu legen, die Erfahrung von Vertrauen, von Sicherheit und von Orientierung. All das kann helfen, wieder stabiler zu werden und sich sicher und stark zu fühlen. In unserer Arbeit mit den Kindern legen wir einen großen Wert darauf, den Kindern möglichst viele dieser kleinen, positiven und schönen Erfahrungen wieder zu ermöglichen, damit sie nach und nach wieder ihr seelisches Gleichgewicht erringen können.